WH Self Invest. Willkommen, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Spät- und auch vor allem letzten Webinar in dieser Woche hier bei WH Self Invest. Mein Name ist Marc Kiewitz und ich freue mich, Sie hier durch die nächsten knapp 60 Minuten in etwa durchführen zu dürfen. Das heißt, wie immer an dieser Stelle kurz was zum Organisatorischen. Ich bin Ihr Moderator und eben Veranstalter gleichzeitig und Sprecher und Referent, wenn Sie so wollen, alles in einer Person. Und ich werde jetzt in den nächsten, ja sagen wir mal 50 Minuten in etwa, plus minus, über dieses Thema Handelssysteme kinderleicht erstellen, referieren, aber nicht ohne oder nicht nur mit Text und trockenen Worten, sondern eben auch natürlich mit viel Bildmaterial, Anschauungsmaterial, mit Live-Impressionen aus der Plattform NanoTrader. Da schauen wir uns natürlich an, wie wir das Ganze dort verwirklichen können, was wir hier als Ideen vielleicht haben. Das Ganze verläuft, wenn Sie mögen, interaktiv. Sie dürfen Fragen stellen und lade Sie herzlich dazu ein, mir eine Frage zu stellen. Es gibt da diese Chat-Funktion oder diese Fragezeichen, da können Sie mir Fragen schicken. Und ich würde Sie aber bitten, im Thema zu bleiben. Das ist die einzige Bedingung. Und dann auch bitte um Nachsicht die Fragen, die nicht beantwortet werden. Das sind dann meist die, die wirklich am Thema vorbeigehen. Also ich werde nicht jede Frage aufgreifen, sage ich gleich, weil ansonsten kommen wir einfach mit der Zeit nicht hin. Das Ganze soll um 17 Uhr auch enden, für alle, die sich das natürlich auch vorgenommen haben, dass wir hier nicht überziehen. Die sollen dann eben auch alles mitkriegen vom Content her, muss das dann passen. Na, also ich werde jetzt nicht zu sehr ausschweifen, ich werde bei dem Thema bleiben. Deswegen bitte Fragen zu dem, was ich Ihnen erzähle. Wenn was nicht verstanden wurde, beantworte ich gerne diese Frage. Alle anderen Fragen, die ich über nicht, also wenn ich Ihre Frage nicht aufgreife bis zum Ende, dann wissen Sie, dass das einfach nicht nah genug am Thema war. Die dürfen Sie mir gerne im Nachhinein stellen. Schreiben Sie mich an oder stellen die dann telefonisch später, telefonisch oder per Chat oder per E-Mail. So. So viel zum Organisatorischen. Noch ein weiteres Wort vielleicht. Sie können einander weder sehen noch hören. Also keiner kann oder weiß, wer hier alles teilnimmt, wie viele Leute teilnehmen. Und keiner kann auch mit den anderen aus Datenschutzgründen in Kontakt treten. Ne? Ihre Mikrofone sind stumm gestellt. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie diese bitte rein. So, ich muss Sie an dieser Stelle kurz den Risikohinweis einblenden, wie immer an jeder Stelle am Anfang eines Webinars, dass Sie sich den kurz vergegenwärtigen. Sie können den ausführlich auch noch auf unserer Webseite unter der Rubrik Datenschutzrichtlinie einsehen und durchlesen. Geht im Großen und Ganzen darum, dass das natürlich alles hier Hebelprodukte sind, die wir eben unter anderem vorführen und für Veranschaulichungszwecke hier zeigen. Und man mit diesen Produkten mitunter mehr verlieren kann, als man auf dem Konto zur Verfügung hat. Und mehr als 3/4 aller Anleger verlieren mit diesem Produkt bei uns und auch bei vielen anderen Anbietern eben leider Geld, weil eben aber auch, das ist ein wichtiger Grund, die meisten wichtigen Grundregeln einfach nicht beherrscht und befolgt werden. Und ich denke mal, wenn man das macht, dazu mache ich im Übrigen auch oft das Webinare, dann kann man schon sein Risiko sehr, sehr, sehr stark reduzieren. Wenn man, ich nenne mal, ja, wir haben so 10 goldene Regeln. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, schauen Sie mal meinen YouTube-Kanal, da gibt es ein Webinar von mir darüber, eine Aufzeichnung, das werde ich auch demnächst nochmal halten. Also, wenn man bestimmte Regeln befolgt, kann man gar nicht erst verlieren. Ob Sie dann gewinnen auf lange Frist, das ist eine andere Sache. Das hängt natürlich auch von Ihren Trading-Entscheidungen ab. So, das Thema heute, Handelssysteme leicht erstellen. Warum kinderleicht? Ja, weil es einfach wirklich komplett ohne Programmierkenntnisse möglich ist. Das ist das Kinderleichte daran. Sie müssen also wie wirklich buchstäblich wie ein Kind einfach nur hier und dort mal was anklicken, wo Sie sich denken, das könnte passen oder das möchte ich in meine Strategie, in meinen Ansatz mit einbeziehen. Und dann testen Sie das Ganze, ob es denn auch in der Vergangenheit auf Ihren Daten oder auf den Daten des von Ihnen wunschgemäß zu handelnden Instruments so hätte, so gut gelaufen wäre, dann testen Sie das, das nennt man Backtest. Und wenn das erfolgreich verläuft, können Sie schon Ihren Handelsansatz eigentlich mit ein, zwei Klicks quasi in die Realität umsetzen und vollautomatisch laufen lassen. Und das gehen wir jetzt nach und nach ein bisschen ab in der Plattform und ich zeige Ihnen, wie man das Ganze anstellt. Wir gehen direkt in die Plattform, aber nicht bevor ich Ihnen kurz mal auf der Webseite hier gezeigt habe, wo Sie
ja, sagen wir mal, Informationen über die Plattform bekommen, wo Sie eine Demo beantragen können, etc. Das hier ist unsere Startseite. Sie werden die alle schon gesehen haben. Sie haben sich ja auch schließlich angemeldet. Viele sind hier dabei, die auch Kunden schon sind. Und schauen Sie mal hier, gibt es alles Wissensmögliche über die ganzen Produkte, die Sie bei uns handeln können. Und wenn Sie quasi die Plattform mal testen möchten, müssen Sie einfach jetzt hier ein bisschen runterscrollen und können sich hier eine Realtime-Trading-Demo der Plattform NanoTrader besorgen. Sie können A wählen zwischen den zwei Plattformen selbst, also ob Sie den NanoTrader Free testen wollen oder den Full. Dabei sei allerdings vermerkt, dass nur der Full diese Funktion beherrscht, die wir auch gleich zeigen, also Backtesting, vollautomatisches Handeln, Optimierung vielleicht von Parametern etc. Das beherrscht nur der Full. Und danach können Sie wählen, auf welche Produkte Sie das Ganze backtesten wollen, zum Beispiel, und mit welchen Daten Sie das Ganze einmal testen möchten. Wenn Sie das noch nie gemacht haben, lade ich Sie herzlich ein, hier diese Demo sich zu besorgen. Das Ganze wird unterstützt durch diverses Anschauungsmaterial in audiovisueller Form. Ich zeige Ihnen mal, wo Sie das auf unserer Webseite finden. Hier oben haben Sie den Kundenbereich. Da dürfen Sie auch schon als Nichtkunde selbstverständlich drin stöbern. Und dort gibt es alles, was dann eigentlich erst für den Kunden relevant wird, sagen wir mal so. Ich gehe hier mal in den CFD-Forex-Bereich rein. Dort gibt es die Download-Links für die Plattform, für die mobilen Versionen, die Links oder die Pfade. Die Handbücher für mobile Versionen und für die Vollversion etc. Und dann gibt es hier, schauen Sie mal, Videos. Die Videos haben wir selbst gemacht. Das sind von uns eigens produzierte Filme, aber Sie müssen sich das nicht vorstellen wie ein Spielfilm oder wie einen wirklich professionellen Film, sondern es ist ein vertontes Video, das heißt vertonter Clip. Ja, den haben wir selbst besprochen. Also das Ganze ist sehr authentisch. Das sind unsere Mitarbeiter, unter anderem auch in vielen Videos meine Stimme zu hören. Und wenn Sie diese Plattform-Support-Videos sich auch einmal anschauen, dann ist das eigentlich nichts anderes als ein Online-Video-Tutorial und dort kann es losgehen von ganz einfach bis hinterher bis sehr umfangreich. Und wirklich vom Erstinstallation und ersten Einstellungen geht es hier über eine erste Startseite festlegen und Speichern von Analysen. Und dann kommen wir hier auf die technische Analyse zu sprechen, bevor wir dann zum eigentlichen Ordern kommen, irgendwo Alarm einstellen, Stopps und automatischer Handel. Sie sehen, das Ganze geht wirklich ganz stringent von allgemein bis sehr speziell. Ja, und ganz am Ende haben wir eben auch die Sachen zu halbautomatischem Handel und dann auch, was wir heute zeigen, Erstellen und Backtesten von Handelssystemen zum Beispiel. Ja, also wie wir hier mit dem Metasentimeter arbeiten, wie ein System gebacktestet werden kann, wie man das Ganze dann vollautomatisch im Automatik-Modus, also im Auto-Order-Modus laufen lässt etc. Das ist hier alles nochmal in kurzen Videoclips erklärt. Und ich lade Sie ein, das alles hinterher nochmal anzuschauen, jetzt wo Sie wissen, wo sich das Ganze befindet. So, ja, in Medias Res jetzt einfach mal hier rein in die Plattform NanoTrader. Und da fangen wir einfach mal damit an. Also es ist, wie gesagt, jetzt ein Spezialwebinar, ne? Ich zeige Ihnen jetzt natürlich etwas, nicht die Plattform von Anfang an, sondern die werde ich Ihnen jetzt nicht erklären, sondern es geht hier wirklich um das Erstellen von Systemen. Da gehe ich also oder muss davon ausgehen, dass Sie ein gewisses Grundverständnis vom NanoTrader schon besitzen, entweder indem Sie Kunde sind oder indem Sie die Plattform vielleicht vorher schon in diversen Tests schon mal getestet haben. So, entschuldigen Sie, dass ich, wenn ich ein bisschen nasal spreche, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. So, wir fangen mal an, indem wir hier einmal mal zeigen, wie oder unser NanoTrader ist ja so aufgebaut, dass dass das Ganze, das Grundgerüst eines Charts nennen wir auch Analyse oder Initialanalyse. Ne? Und eine Initialanalyse ist wie eine Art Chartvorlage und Chartmodell. Ne? Hier habe ich gerade die Initialanalyse Trade Guard. Das ist meine Analyse, also auf der ich unterwegs bin, auf der ich jetzt den FDAX, den Sie hier sehen, im 60-Minuten-Chart-Aggregation, auf den ich diesen FDAX handeln könnte. Wenn wir das Ganze, sagen wir mal, automatisch handeln wollen oder anwenden wollen, ist das eine Studie. Wir reden da auch von Studie. Ich kann jetzt auch gleich mal zeigen, indem ich hier das Depot öffne. Hier oben unter Depot kann ich jetzt mal mein CQG Demo-Account öffnen. Da ist dann der FDAX handelbar.
Also ich bediene mich jetzt eines DAX Futures wohlgemerkt, ganz einfach aus dem Grund, weil wir da besser backtesten können. Wir haben da Direct Market Access, wie Sie wissen, im Futures-Bereich. Wir sehen ein Orderbuch, das Ganze ist leichter rüberzubringen und man hat mehr historische Daten auch für Backtest-Möglichkeiten. So, da unten im Konto liegt jetzt mein FDAX September 19 drin. Das ist also das, was Sie hier im Chart sehen. Links oben können Sie das auch nochmal sehen, hier im Chart, und darüber steht es auch nochmal FDAX September 19 in der 60-Minuten-Aggregation. Hier sehen Sie jetzt im Chart, Quatsch, unten im Konto, Analyse State. State heißt so viel wie, also Status, Studie, und hier muss ich erstmal die Studie ändern. Sehen Sie, wir haben ja hier die Trade Guard Studie. Ich habe die auch noch nicht verbunden mit dem Konto. Das muss ich jetzt hier rechts machen. Da müssen wir jetzt unseren FDAX handelbar machen, und die verbinde ich jetzt mit dem CQG Demo Account, mit dem, was ich da unten aufhabe. Und dann ändert hier auch diese Studie, wie Sie sehen, zum Trade Guard. Zur TradeGuard-Studie, die ich jetzt handeln könnte. Also wir reden hier immer von einer Analyse oder einer Studie. Das ist das Prinzip, was der Plattform zugrunde liegt, und jeder Chart nennt man hier also eine Initialanalyse. Diese Analyse ist immer nur auf diesen jeweiligen Chart bezogen, und jeder einzelne Chart hat hier seine eigene Trading-Leiste hier rechts zwischen Chart und Orderbuch. Die ist jedem Chart spezifisch, kann also nicht auf mehrere Charts eine Trading-Leiste oder eine Trading-Bar hier angewendet werden. Auch das Orderbuch ist spezifisch nur für diesen Chart. Genauso wie im Übrigen seine Designer-Leiste. Und das ist das, was uns jetzt in den nächsten Minuten beschäftigen wird. Die Designer-Leiste ist das, wo oder der Ort, wo wir jetzt unseren Ansatz oder unsere Strategie, ja, designen, wie der Name schon sagt. Hier designen wir unser Trading. Ja, deswegen heißt das Ganze auch Designerleiste, es hieß früher Designerbar und Designerleiste auf Deutsch. Und hier wird quasi das ganze Trading oder der eigene Ansatz kreiert, ja, feingetunt, erweitert, verbessert, optimiert. Hier kann man eigentlich alles machen. Und auch das ist, wie gesagt, alles spezifisch nur für diesen Chart. Jeder einzelne Chart hat seine eigene Designerleiste, eigene Trade-Bar hier zwischen Chart und Orderbuch und sein eigenes Orderbuch. Was allen Charts gemeinsam ist, ist natürlich das Konto. Dort, hier unten im Depot, können Sie mehrere Charts einfügen, und auch hier oben diese beiden Toolbars. Ja, das ist eine Toolbar, die untere mit den kleinen Icons ist nur für den Chart zuständig, und die da drüber für schnell Verweise auf wichtige Funktionen hier dieser Plattform, Panikbutton, der Trade Wizard. Kontakte zu WSF, Invest via Store, Chat, Forum etc. oder eben Depots auswählen, Kurslisten und diverse Sachen abspeichern oder laden. Wenn wir jetzt anfangen wollen, hier einen Ansatz zu erstellen, dann beginnen wir immer in der Designer-Leiste, ne? Wir werden uns jetzt erstmal ich würde sagen, na, das machen wir mal nachher. Ich wollte gerade sagen, Namen ausdenken. Aber bevor wir hier Namen vergeben, lassen wir uns erstmal überlegen, was wir so erstellen. Natürlich habe ich hier auch nochmal in den Slides ein paar Bilder eingefügt, wie Sie das Ganze hier zum Beispiel einfügen können, was Sie einfügen können, dass man das anwenden kann oder anpassen kann, und auch natürlich mit Extras, ja, sagen wir mal, auch nicht nur aufhübschen kann, sondern erweitern kann. Und danach geht es natürlich um das Thema Backtesting. Aber einen Schritt nach dem anderen, den wir jetzt erstmal zeigen wollen. Wir bedienen uns jetzt, wie gesagt, des FDAX in 60-Minuten-Chart. Das Ganze lässt sich natürlich auf andere Instrumente genauso vollziehen und auch backtesten oder auch in anderen Zeiteinheiten, ne? Es ist hier nur ein Beispiel. Wie gesagt, ich mache jetzt nur ein Beispiel. Ich möchte auch bitten, das nicht für bare Münze zu nehmen und das nachzumachen und das vielleicht sogar nachher noch zu traden, sondern ich mache hier jetzt bewusst ein Beispiel. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das ein gutes Backtest-Ergebnis wird oder nicht. Ich mache hier ein Beispiel anhand einem FDAX 60 Minuten, nur um Ihnen zu zeigen, wie wir hier einen Handelsansatz erstellen können, wie leicht das ist, dass wir hier nicht programmieren müssen und dass wir den am Ende ganz leicht optimieren lassen können, ob manuell oder selbst automatisch durch das Programm, und wie wir dann eben den Backtest vollziehen und wie wir das Ganze auf Auto-Order stellen und automatisch handeln lassen. Das Ganze ist, wie gesagt, ein absolutes Beispiel und hat mit der Realität dann nicht viel zu tun. So,
Ich nehme also den FDAX 60 Minuten und was ich jetzt als erstes mache, ich gebe ihm ein bisschen mehr Kursdaten, weil ich ja auch hinterher, sagen wir mal, den Ansatz, den ich jetzt erstelle, testen möchte auf eine gewisse Historie. Und je länger man zurücktestet, klar, desto besser wird oder desto verlässlicher wird so ein Ergebnis. Und deswegen hat es nie wenig Sinn, wenn wir hier nur vielleicht 2, 3 Wochen haben an Historie, auf die wir backtesten, weil es kann eine ganz spezifische Zeitperiode sein, in der das Ganze halt sehr gut gelaufen wäre, aber eben vielleicht auf die letzten 7 Jahre dann eben zum Beispiel nicht, ne? Also um eine Verlässlichkeit da reinzubekommen, sollte man schon so weit wie möglich den Backtest betreiben. Und deswegen versuche ich hier jetzt auch mal ein Maximum an Daten rauszubekommen. Schauen wir mal, wie weit wir hier in 60 Minuten Chart zurückgehen können. Ich gebe einfach mal hier 10.000 Kalendertage ein. Gucke mal, wie weit uns das in die Vergangenheit trägt. So, und da sehen wir, dass wir hier zurückkommen bis 2009. Das heißt, wir haben hier in etwa 10 Jahre. Ja, das sind dann in etwa 3.500 Tage. Also nicht ganz 10.000 Tage, aber 3.500 Tage kommen wir zurück. Und ich denke mal, 10 Jahre ist ein sehr verlässliches Backtest-Ergebnis. Also da kann man schon eine Aussage über eine Strategie treffen, ob die denn nur in der Vergangenheit gut gelaufen wäre oder nicht. So. Das ist also das, was machbar ist, wie Sie sehen, 10 Jahre. Ich fange aber an mit einem Jahr, ganz einfach, weil ich ein Backtest-Ergebnis erstmal kurzfristig zurückblicken möchte. Und weil so ein Backtest dauert ja auch eine gewisse Zeit, ne? Wenn man da was verändert oder optimiert, muss er sonst 10 Jahre zurückrechnen. Da verlieren wir viel Zeit gleich bei so einer Rückrechnung. Und dann sitzen wir hier vorm Rechner und es passiert erstmal minutenlang nichts und das möchte ich vermeiden. So, also ich lade jetzt erstmal nur ein Jahr auf den 60-Minuten-Chart. Und das soll die Basis sein für meinen ausgehenden Handelseinsatz. So, jetzt habe ich das Ordervolumen auf 1 gestellt, weil normalerweise macht man so einen Backtest mit einem Lot, damit man, das kann man ja immer dann hochrechnen auf 2, 3, 5, 10 oder mehr, wenn man das multiplizieren möchte mit einem Faktor, wenn man ein größeres Konto hat. Aber die Basis sollte auf 1 berechnet werden. Jetzt fange ich mal an. Hier unter Indikatoren hinzufügen, habe ich eine ganze Menge zur Verfügung. Und zwar alles, was ich eigentlich mir in eine Strategie einbauen kann, ohne wohlgemerkt, dass ich programmieren muss. Nun muss man aber auch hinzusagen, natürlich kann man auch programmieren. Na, der NanoTrader Full bietet ja eine Programmierschnittstelle und selbstverständlich dürfen und können Sie auch programmieren, wenn Sie der Programmiersprache hier oder der Skriptsprache des NanoTrader, das ist die Expresssprache, wenn Sie der mächtig sind, gibt hier Hilfsprogramme, Handbücher und auch explizite Videotutorials für diese Programmiersprache. Und wenn Sie eine Programmiersprache beherrschen oder mehrere, denke ich mal, wird Ihnen diese hier nicht fremd sein und dann können Sie hier eigene Ideen verwirklichen. Ja? Sie haben hier eine Schnittstelle, die heißt Express und unter Express können Sie eben programmieren. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Ja, und das befindet sich hier bei Indikatoren in Express. Da haben Sie hier die Express-Schnittstelle auch. Und da können Sie dann auch direkt, wie gesagt, reinprogrammieren. So, wir haben hier jetzt zwei Arten von Ordnern, von Indikatoren. Ja, das ist einmal die Indikatorenleiste hier und einmal die Indikatorenleiste hier. Ja, hier ist die Schnittstelle übrigens, da steht Express. Also wenn Sie die jetzt öffnen quasi, dann sind Sie in der Programmierschnittstelle, die kann ich mal einfügen, einfach mal für optische Zwecke. Die Standardindikatoren finden Sie unter dem Link Indikatoren. Da kennen Sie viele von ATR, Arun, Bollinger Bände, Commodity Channel Index, Channel Breakout, Crossing Moving Average, Heikin Ashi, Key Price Levels, Live Statistics, MACD kennt jeder oder Parabolic SAR wahrscheinlich bestimmt schon mal gehört, Renko, Point and Figure, Pivot. Slow Stochastic, RSI, ich denke mal, diese Namen kommen Ihnen sehr bekannt vor. Das sind Indikatoren, die jede Plattform mittlerweile heutzutage haben sollte. Das sind in etwa 65, 70 Stück und darüber hinaus haben wir weitere 130, also insgesamt haben wir 200 Indikatoren in dieser Expressliste. Und das heißt, dass die alle programmiert wurden, unsererseits. Ja, unsererseits haben wir die aufgenommen aus vielen Tradingbüchern von anderen Plattformen, die wir hier nicht drauf hatten. Und da haben wir viele, wie auch Ichimoku etc., Indikatoren aufgenommen, die zum Beispiel den Hull Moving Average, den Gator Oscillator, ne, und so weiter. Und viele Abweichungen von der Moving Average, die es sonst so hier vorher nicht gab. Sie sehen, das ist eine ganz lange Liste an
Indikatoren. Über oder sagen wir mal, abseits dieser 200 Indikatoren haben Sie die Möglichkeit, hier auch verschiedene Filter einzufügen, ja, und Stops. Und das sind die zwei Sachen, nebst Indikatoren, auf die ich hinaus möchte, die so diesem Baukastenprinzip zugrunde liegen. Also Sie können wählen aus einer Armada von 200 Indikatoren etwa, aus etwa 12 verschiedenen Stoparten, ja, und aus verschiedenen Filtern. Das sind so die drei Möglichkeiten im Großen und Ganzen, die Sie haben, also die größeren Kriterien, die Sie haben, um Ihren sicheren Handelsansatz, wie die Beschreibung schon gesagt hat, leicht zu bauen, und zwar nach Baukastenprinzip, ne? Sie müssen hier jetzt nur eine Auswahl treffen. Also, ich mache mal ein Beispiel. Sie können sagen, ich hole mir jetzt mal zwei Indikatoren. Zum Beispiel vertraue ich der Exponential Moving Average und dem MACD. Das sind die Indikatoren, die meiner Meinung nach richtig gut funktionieren. Also binde ich die in meinen Ansatz mit ein. Danach könnten Sie sagen, mein Ansatz soll aber auch natürlich einen Stop und einen Profit Target haben. Das Profit Target soll zum Beispiel liegen bei, sagen wir mal, einer oder zwei ATR oder bei einem festen absoluten Wert, wenn Sie mögen, dann geben Sie die Punktzahl ein und dann wollen Sie vielleicht noch einen Stop einbauen. Das kann ein fixer Stop sein, der an einem bestimmten Niveau liegen bleibt, oder ein trailender Stop, der nachläuft, wie zum Beispiel ein Trailing Stop oder ein Period High Low Stop, Parabolic Stop oder ein Break-Even Stop zum Beispiel. Und der dritte Punkt sind eben Exits und Filter. Wir können hier zum Beispiel einbauen, dass wir zu einer bestimmten Uhrzeit eine Glattstellung der Position haben. Ja, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich möchte hier eine Strategie automatisieren, die eigentlich rund um die Uhr laufen soll, aber da die Indizes ja dann auch eine Pause machen abends im Future-Bereich zwischen 10 und Viertel nach 1, das möchte ich also einen Flat-Filter einstellen. Das heißt, ich möchte zum Beispiel Viertel vor 10 flat gehen. Also das heißt, meine Position, wenn es da eine gibt, laut Ansatz soll die dann glattgestellt werden. Dann fügen Sie einen Flat-Filter ein. Ein Block-Filter ist zum Beispiel dazu da, dass man zu einer gewünschten oder zu der blockierenden Zeit, die man dann einstellt, dass da keine Signale umgesetzt werden in irgendein Trade. Ja? Und ein Safety Net ist eine Art Auffangnetz, wie der Name schon sagt, ein Sicherheitsnetz. Da können Sie zum Beispiel einstellen, also wenn der heutige Handelstag 250 Euro verloren hat, dann möchte ich gar keine weiteren Positionen einnehmen, zum Beispiel. Ne? Mit so einer Maximalverlustgrenze ist das sozusagen. So. Und jetzt fangen wir einfach mal an, das Ganze ein bisschen in die Tat umzusetzen. Und zwar, wir machen jetzt mal beispielhaft. Sie sehen, die Liste der Indikatoren habe ich hier links. Wir nehmen jetzt auch mal von den Standardindikatoren was. Ich kann mir natürlich auch Indikatoren hier in die Favoritenliste auch rübersetzen. Was ich jetzt machen werde, ich werde erstmal einen Indikator nehmen, der mir quasi die Signale liefern soll. Einen, den ich ganz gerne mag, ist ein Crossing Moving Average. Versteht auch jeder. Ich will es ja hier einfach halten, damit jeder dem Ganzen folgen kann. Das ist ein kreuzender gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt ist eine Kurve, die also quasi den Durchschnittspreis, sagen wir, der letzten x Perioden anzeigt. Und wenn ich zwei gleitende Durchschnitte habe, die sich kreuzen, hat man dann eine schnelle Linie und eine langsame Linie zurückberechnet auf eine kurze Anzahl von Perioden, eine auf eine sehr lange Anzahl von Perioden. Und dann ist es so, wenn halt die kürzere Linie, die ungeglättetere Linie sozusagen, Fachjargon, die etwas geglättetere Linie, also die längerfristige, nach oben hin durchkreuzt, ist das ein bullisches Signal immer. Das heißt, wir steigen kurzfristig wieder an. Das ist ein Kaufsignal. Umgekehrt haben wir ein bärisches, also ein Verkaufssignal. Ich nehme also den Crossing Moving Average, den nehme ich aus der Favoritenliste raus und füge den jetzt mal hier, wie es hier steht, in den Master Chart ein. So. Den füge ich denn, hoppla, jetzt habe ich ihn eingefügt. Ja, da, jetzt habe ich ihn eingefügt schon als Sentimento. Okay. Moment, nehme ich nochmal kurz raus. Ich nehme das nochmal kurz zurück. Ich will die Liste jetzt hier sauber aufbauen. So, ich gehe nochmal auf Indikatoren hinzufügen. Öffne die Indikatorenleiste, nehme aber den Crossing Moving Average hier raus und füge den dann in den Masterchart ein. Ja, richtig, damit man das auch sieht im Masterchart und nicht im Unterfenster. Und den füge ich ein als Sentimentor. Sie können hier ja zum Beispiel Indikatoren als Sentimentoren, also Indikatoren als Sentimentoren einfügen. Das wäre also das auslösende Moment, dass die also quasi ein Tradesignal geben. Oder Sie können sie als Filter einfügen, dann geben die nicht das Trading-Signal, lösen also kein Trade aus, sondern Sie sagen Ihnen nur, ob wir hier in der Long- oder Short-Richtung sind. Also, wenn der Crossing Moving Average,
Also die schnellere, die langsamere Linie nach oben beschreitet, entsteht ein bullisches Signal. Dann gäbe es eine grüne Hintergrundeinfärbung im Hauptchart. Das hieße für Sie ab jetzt nur Long Trades. Andersrum, rote Hintergrundeinfärbung, ab jetzt nur Short Trades. So, den Crossing Moving Average, den füge ich jetzt, wie gesagt, einmal als Indikator ein, indem ich dann hier sage Crossing Moving Average und Sentimentor. Was habe ich denn zweimal eingefügt? Okay, nehmen wir gleich nochmal raus. Habe ich zweimal auf OK geklickt, da muss man einmal rausnehmen. Und dann möchte ich einen weiteren Indikator hinzufügen, zum Beispiel den relative Stärkeindex, das ist der RSI, den mag ich sehr gerne, den füge ich auch mal ein. Das ist ein Oszillator und der sagt einem, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist momentan. Den füge ich ebenfalls als Sentimentor ein. Jetzt habe ich also zwei Sentimentoren und was ich jetzt als drittes einfüge, ist ein weiterer Indikator, den ich als Filter einfüge. Und da gehe ich zurück auf den Average to Range. Das ist ja so eine Art Volatilitätsmessungsinstrument, wenn man so möchte. Der misst so ein bisschen, wenn die Average to Range einen hohen Wert hat, der ATR-Faktor sehr hoch ist, dann haben wir eine hohe Vola. Und wenn der sinkt, dann sinkt auch die Volatilität. Und damit kann ich also messen, da möchte ich in Position gehen, ja oder nein. Der soll mir also erstmal überhaupt sagen, ob wir einen guten Trend haben oder nicht zum Beispiel und eine gute Volatilität. Und vor allen Dingen kann man mit dem natürlich auch zum Beispiel sein Money Management ganz gut bestimmen. So, und Entschuldigung, den würde ich jetzt eher nicht nehmen. Den kann man gut nehmen, aber ich würde mich jetzt hier auf den Supertrend festlegen. Supertrend ist eigentlich so auch noch so einer meiner Favoriten. Den nehme ich jetzt mal als Filter. So, und dann schließe ich mal dieses Fenster, damit wir erstmal vorab mal sehen, was jetzt passiert ist. Wir haben zwei Unterfenster, weil der Supertrend so nicht darstellbar ist im Hauptchart und der RSI sowieso nicht, weil es ein Oszillator ist und einen Wert zwischen 0 und 100, eine mathematische Zahl zwischen 0 und 100 gibt und der dazwischen immer pendelt. Ich zoome mal ein bisschen rein, damit man es ein bisschen besser sieht. Und ganz oben ist jetzt mein Masterchart. Ja, so, fangen wir mal unten an. Der Supertrend ist jetzt mein Filter, das heißt, dass der Supertrend mir sagt, wann wir einen bärischen Markt haben und wann wir einen bullischen Markt eher haben. Ja? Und zwar sagt er mir das, indem er, Sie sehen, die Supertrendlinie liegt hier, grün, dunkelgrün auf einem hellgrünen Hintergrund. Das ist die bullische Supertrendlinie. Ja? Und hier kreuzt quasi der Kursverlauf, hier die blaue Linie in der Mitte, den bullischen Supertrend. Das heißt, ab da liegen wir wieder unterhalb der Supertrendlinie, also im roten Bereich. Deswegen gibt es hier eine Umkehr, eine Trendumkehr. Das heißt, ab hier werden wir bärisch. Deswegen ist der Charthintergrund im Masterchart natürlich immer genauso eingefärbt wie hier der des Filters, weil es ist ja unser Filter, der uns sagt, so, hier haben wir einen grünen Charthintergrund. Das ist ein bullischer Trendverlauf, laut Supertrend, laut dem, was ich wohl, wie gesagt, hier für mich entschieden habe. Und wenn das Ganze dreht, ja, der Kursverlauf unter den Supertrend taucht oder den beziehungsweise schneidet nach unten, haben wir ein bärisches Signal. Ab dann gelten nur noch bärische Signale und sollten dementsprechend auch nur noch bärische Signale eingenommen werden, also keine Long Trades mehr. Da wir die Hintergrundeinfärbung so im Chart, im Masterchart auch genauso sehen, kann ich dieses Fenster eigentlich komplett schließen. Ja, weil die Information habe ich ja hier oben. Ich weiß, hier dreht der Supertrend von bullisch auf bärisch. Ich brauche das nicht extra nochmal anzeigen lassen. Den RSI mache ich mal ein bisschen kleiner. Da reicht mir eine kleine Information. Und den RSI möchte ich auch umprogrammieren. Und zwar, weil wir hier sehen, dass der auch recht selten die 10 oder die 90, den Wert von 10 oder 90, also für überkauft und überverkauft Situationen, einhält. Deswegen möchte ich den auf 20 und 80 ändern und das kann ich dann hier machen in der Designerleiste. Sie sehen, da muss ich einfach nur noch mal hier meine Werte anpassen. Händisch wohlgemerkt kann ich das machen, kann die Zahl nehmen und den Threshold Overbought, das ist also quasi der Schwellenwert für die Überkaufsituation, den fahre ich runter auf 80. Also bei 80 möchte ich schon gewarnt werden, dass hier schon eine Überkaufsituation stattfindet, ja, und nicht erst bei 90. Und dementsprechend muss ich logischerweise auch den Schwellenwert für die Überverkaufsituation auf 20 erhöhen. Das sollte zusammen immer 100 ergeben. So, wird logischerweise dann auch mehr Signale geben, ne? Klar.
Das ist schon mal das eine. Jetzt können wir natürlich das hier, schauen Sie mal, der Crossing Moving Average hat jetzt als schnelle Linie eine 30er Periode. Das hieße 30 mal eine Stunde. Da sind wir also bei so einem ja, 12 oder 14 Stunden Handelstag sind wir in etwa dann, wären wir dann in etwa bei 2 Tagen. Ja, das ist der Fast Span und die langsame Linie bedient dann 100 Tage, beziehungsweise 100 Perioden. Das sind dann in etwa ja, 6 bis 7 Tage, also in etwa 1 bis 1,5 Trading-Wochen. Wohlgemerkt, es ist nur ein Beispiel, man kann das natürlich jede Zeiteinheit auch anwenden. So, beispielhaft lasse ich das jetzt erstmal stehen. Optimieren können wir gleich noch. Ich habe also jetzt, was habe ich gemacht? Ohne zu programmieren, habe ich mich für einen Indikator entschieden, den Crossing Moving Average, für einen zweiten Indikator, den relative Stärke-Index oder den Relative Strength-Index und habe gesagt, mein Supertrend soll mein Filter sein. Der soll also überhaupt erstmal filtern, sodass ich nicht kreuz und quer andauernd blind Long und Short gehe, sondern ich möchte nur Long gehen, wenn auch der Trend dementsprechend besser ausgeprägt ist, was mir der Supertrend jetzt sagt, in die eine oder in die andere Richtung. Wir würden also nie Short gehen in der grünen Hintergrundfarbe oder wenn der Chart Rot-Hintergrund eingefärbt wird vom Supertrend, würden wir auch keine Long-Trades machen. So, jetzt muss ich mich entscheiden, möchte ich vielleicht ein paar Filter haben? Ja, möchte ich. Dann gehe ich wieder hier auf Indikator hinzufügen und füge zum Beispiel einen Filter ein, den ich gerne nehme, weil ich möchte nicht overnight sein. Weil Sie wissen, bei einer Overnight-Position haben Sie die dreifache Marge in etwa. Der FDAX hat gerade 7.600 oder so als Marge, nachts dann 23.000. Ich möchte also nicht overnight bleiben, das heißt, ich füge einen Flat-Filter ein. Ja, und das ist automatisch ein Filter, kann man nur als Filter einfügen. Und ich möchte auch einen Block-Filter. Und zwar, das heißt, in einer bestimmten Handelszeit sollen Signale blockiert werden, und zwar in der Mittagszeit. Ich weiß, dass der DAX mittags eher so ein ja, Larifari-Trading, sagen wir mal, an den Tag legt. Also da beruhigt sich der morgendliche, etwas nervösere Handel und gegen 11:30, 12 Uhr bis 14:30 Uhr passiert meistens recht wenig oder zumindest bis 14 Uhr. Und zwischen 12 und 14 Uhr möchte ich kein Signal haben, weil es dann oft seitwärts geht und vielleicht gerade mal ein Signal ausgelöst wird und danach wieder sofort dreht. Und das möchte ich einfach vermeiden, dass ich da schlechte Signale reinbekomme. Also blockiere ich diese Zeit. Und zwar mache ich das, indem ich den Blockfilter einfüge. Und Sie sehen, diese beiden Filter, Flat und Block, habe ich eingefügt. Jetzt müssen wir sie aktivieren, indem wir hier in das Kästchen einen Haken setzen. Und Sie sehen, sobald ich den einfüge, passiert was im Chart. Schauen Sie mal, ich mache hier ein Häkchen rein und schon ändert der Chart Farben. Und zwar an jedem Tag wird 8 bis 18 Uhr bis 24 Uhr wird da blockiert. Da passiert nichts. Da gibt es weder Filter noch Signale, da gibt es gar nichts. Ne? Und ich ändere die Zeit jetzt, indem ich hier auf diese Kästchen gehe. Und da sage ich jetzt 12 Uhr bis 14 Uhr möchte ich keine Handelssignale haben. Da in der Zeit sollen Handelssignale blockiert werden. Ja, gerne 14 Uhr, 14:30 Uhr, wie man hier sieht. Danach, ne, geht's ja wieder, geht die Post ja meist wieder ab. Aber in der Zeit bitte keine Handelssignale. Und Sie sehen auch, die meiste Bewegung entsteht eigentlich immer kurz danach. 14:30 Uhr hier sind oft kleine Kerzen dieser Zeit, das heißt sehr unverlässliche Handelssignale. Meistens entsteht die große Bewegung 14:30 Uhr, 15:30 Uhr. Wir sehen es, hier geht es runter, da geht es runter, da geht es danach hoch. Ja. Hier bewegt sich nicht viel, hier geht es wieder hoch, hier ein deutlicher Anstieg. Also die große Bewegung setzt eigentlich mit Market Opening New York meistens ja wieder ein. So, und einen Flatfilter will ich auch. Ich weiß, der DAX stirbt sein vorerst oder da den Tagestod, sagen wir mal, um 22 Uhr. Also möchte ich vorher das Ganze glattstellen. Um 21 Uhr möchte ich es glattstellen. Da wir hier einen Stundenchart haben, bringt es nichts, hier 21:04 Uhr oder 21:45 Uhr reinzuschreiben. Er würde eh um 21 Uhr glattstellen. So, und bis 0 Uhr möchte ich kein neues Signal. Das heißt, der Tag ist dann eh zu Ende und da kriege ich nichts Neues. So, jetzt schauen wir mal die letzten 3 Tage ein bisschen gezoomt an und da sehen wir, dass wir unterschiedliche Farben haben. Also A haben wir hier eine weiße Hintergrundeinfärbung. Das ist der Blockfilter. Übrigens, die Signale können oder diese Hintergrundeinfärbung können Sie alle ändern. Ne? Ich zeige das nochmal kurz hier bei Extras und Optionen. Quatsch. So weit sind wir noch nicht. Extras und Farben. Da kann man sowas ändern.
Da kann man die Filter ändern, die Filterfarben zum Beispiel, die Chartfarben und so weiter. Ne? Da können Sie das alles ändern. Ja? Hier zum Beispiel, schauen Sie mal, Filter Long, Filter Short. Das ist das, was wir jetzt haben. Ja, das ist die grüne Farbe für Long und die grüne für Short. Filter Block, Filter Flat. Ne? Wenn Sie sagen, weiß und hellgrau ist mir nicht abgestuft genug, dann machen Sie hier ein bisschen mehr Kontrast rein und wählen eine andere Farbe zum Beispiel. Ne? Ja? Das können Sie natürlich auch hier manuell wählen. Ne? Okay, so viel dazu. Aber es ist schon zu erkennen, dass der Longfilter grün ist, der Shortfilter rot und der Blockfilter weiß. Und so ganz leichtes Lila ist dann der Flatfilter. Ne? Und der ist immer hier abends von 21 bis 22 Uhr und der Blockfilter von 12 bis 14 Uhr. So, dann sind wir hier soweit durch. Ich habe zwei Indikatoren, ich habe einen Filter genommen und drei Filter. Also einmal den Filter, der mir überhaupt erstmal Long und Short vorgibt, dann den Flatfilter, der abends mich glatt stellt, damit ich nicht overnight bleibe und einen Blockfilter, der eventuell schlechte Signale rausfiltert. So, was mir jetzt noch bleibt, ist mein Money Management. Klick Stop, Klick Target müssen wir hier gerade mal rausnehmen, weil das ist etwas für den Live-Handel. Wir müssen hier, wenn wir einen Stop wollen, den fixen Stop wählen und den Profit Target. Jetzt können wir in den Ordner Stops gehen und hier, sagen wir mal, nach Lust und Laune zuschlagen. Also Sie können ja, wie gesagt, jetzt erstmal hier so ein Grundgerüst, wie ich es mache, nehmen. Ich habe das jetzt einfach mal genommen, weil ich gerne in DAX handle. Ich habe das jetzt einmal in 60 Minuten gemacht, weil ich gerne auf 60 Minuten handle. Ich habe zwei meiner Lieblingsindikatoren genommen und ich habe hier einen Filter genommen, die Sinn machen. Ob das Ganze jetzt gleich sich monetär positiv auswirkt, werden wir im Backtest sehen. Aber wir sollten natürlich einen Stop nehmen, zum Beispiel einen Break-Even-Stop, Trading-Stop, End-of-Period zum Beispiel kann man da nehmen. Ne? Den nehme ich jetzt mal rein, zum Beispiel den Trading-Stop, End-of-Period und ich nehme ein Profit-Target rein. Na, wo haben wir das denn? Da. So, Profit Target lasse ich jetzt erstmal hier, ja, 30 Ticks kann man ja mal lassen, Trailing Stop, 30 Ticks, muss man einfach mal gucken, was das so bringt. Jetzt machen wir einfach mal, schließen wir mal diesen Ansatz ab, ja, weil wir haben ja jetzt nach Baukastenprinzip schon viel drin, vielleicht schon zu viel für einige, ich weiß es nicht, aber ich wiederhole nochmal, ich habe zwei Indikatoren, ich habe drei Filter und ich habe einen Stop und einen Profit Target drin. Ich habe drin, das Ordervolumen, dass sich das erstmal auf einen Lot bezieht. Und jetzt machen wir mal erstmal den Backtest, um zu schauen, was wird das Ganze denn bringen. Hier müssen wir erstmal die Backtest-Felder anzeigen, die Handelssystemeinstellung, das ist dann hier unten. Dann können wir uns den Vermögensverlaufschart, so heißt das richtig, anzeigen lassen. Hier ist der Text ein bisschen abgeschnitten. So, ich werde den RSI auch mal runterfahren, damit wir hier eher die Performance-Kurve sehen und den Hauptchart, weil die anderen Sachen brauchen wir eigentlich erstmal nicht. So, bevor wir hier last but not least den Backtest starten, müssen wir logischerweise noch eine Sache hinzunehmen und zwar den Metasentimentor. Den haben wir bis jetzt noch gar nicht eingefügt. Bei Indikatoren braucht man den Metasentimentor, sonst läuft das Ganze nicht. Der Metasentimentor ist sozusagen das Schaltrad oder der Motor. Oder das Gehirn des vollautomatischen Handels, der steuert also, wenn hier zum Beispiel mehrere Indikatoren und Filter ein Zusammenspiel bilden müssen, der steuert das Ganze. Den füge ich als Sentimentor ein und schließe das Ganze. Und dann kann ich hier sehen, wann der Signale liefert. Das würde er hier auch ausspucken. Hier kann man übrigens die Schwellenwerte erhöhen, zum Beispiel wenn man 2, 3, 4 oder mehr Indikatoren hat, die zusammen einen bestimmten Sentiment geteilt durch 4 ja dann geben müssen, eine mathematische Zahl, kann man die Schwellenwerte erhöhen. Und sagen, ich möchte zum Beispiel long mich positionieren ab einem Wert von 76 oder vielleicht auch erst bei 80 oder 90. Diese Werte sind erhöhbar und natürlich logischerweise auch absenkbar. So, jetzt gehe ich wieder hier hin und lasse mir die Backtest-Felder anzeigen. Das mache ich hier. Ja, mache ich ein Häkchen rein. Und jetzt lade ich erstmal den Bewertungszeitraum setze ich jetzt erstmal auf alle geladenen Daten. Das heißt, ich möchte das ganze Jahr, was ich jetzt an historischen Daten habe, bewerten lassen. Das würde dann so aussehen. Jetzt sehen wir hier die Signale. Muss man natürlich auch noch hier oben anklicken, dass wir die Signale angezeigt bekommen. Und dann habe ich hier meine Strategie. So,
Und das ist jetzt an Performance-Kurve das, was uns das Jahr gebracht hätte. Schauen wir mal rein. Wir haben wenig Signale. Wir sehen, das sind nicht viele, vielleicht 10 Stück, keine Ahnung, 15 Stück. Und wir sehen die Performance-Kurve leicht im Plus, ganz leicht mal kurz im Minus, aber Ende des Jahres 2350 Euro Gewinn. Ich mache mal hier, das blende ich mal ein bisschen aus und starte meine Infoleiste. Die starten sich hier oben über dieses kleine Icon, Infoleiste. Und unter dem Fenster Evaluation, was auf Deutsch Bewertung heißt, können Sie alle Kennziffern und Koeffizienten ablesen, die diese Strategie ja, bewerten. Hier haben wir den Optimierungszeitraum, Restzeitraum und Kontrollzeitraum. Das ist unser wichtigstes Instrument jetzt hier, um nachzulesen oder um zu schauen, was würde diese Strategie mir hier an Gewinnen bringen oder nicht. Ich muss das Ganze nochmal ein bisschen zurückfahren. So. Machen wir das mal ein bisschen kleiner. So. Also, hier haben wir es monetär in absoluten Zahlen ausgedrückt. Gesamtnettogewinn 2350, das ist das, was Sie hier sehen. Wir hätten 16 Trades gehabt im letzten Jahr mit dieser Strategie. 11 Gewinntrades, 5 Verlusttrades, das ist eigentlich eine sagenhafte Quote. Ja, Anzahl der Gewinner fast 3/4, also das Profitfaktor 2,33 entspricht das. Und selbst der maximale Einbruch, also der maximale Drawdown, ist mit 637 Euro hier durchaus zu verkraften. Ne? Also Sie sehen, das wäre schon mal ein ganz vielversprechender Ansatz. So, jetzt gucken wir mal, ob das Ganze dem auch längerfristig standhält. Und Sie sehen, ich habe bis jetzt noch keine einzige Zeile programmiert. Ich habe mir einen Ansatz erschaffen, ne? Ich habe mir eine Strategie erschaffen und aus Indikatoren, Filtern, aus einem Stop, aus einem Take Profit etc. Und ich habe ja die Möglichkeit noch ganz andere. Sie sehen ja, ich habe aus 200 Indikatoren habe ich die Möglichkeit, aus x beliebig vielen Stops. Ne? Ich kann mir also das Ganze aus sehr, sehr vielen Kombinationen hier eine Strategie zusammenschneidern sozusagen. Aber ich habe es recht einfach gehalten und ich lade jetzt mal mehr historische Daten. So, wir gehen nochmal hier zurück auf die Historie laden und statt den 3000 oder hier hängen wir nochmal eine 0 dran, weil wir haben ja gesehen, wir kommen da 10 Jahre zurück. So, und jetzt schauen wir mal, was das Ganze auf 10 Jahre gebracht hätte. Hier haben wir den Backtest für das letzte Jahr und die Signale da unten, da sehen wir es. Und das müssen wir natürlich jetzt auf den gesamten Zeitraum, den wir geladen haben, nochmal bewerten lassen, neu bewerten lassen. Das machen wir wieder hier unten links, setzt den Bewertungszeitraum auf alle geladenen Daten. Und was sehen wir da? Das war es auch schon mit der schönen Welt. Ne? Schöne, heile Welt. Auf 10 Jahre gesehen bringt uns diese Strategie recht wenig. Ja, ich habe es gesagt, man kann erstmal anfangen mit einem Jahr, ne, und dann sehen Sie, oh, im letzten Jahr wäre das gut gelaufen. 2650 Euro mit einem Lot, ja, bei 16 Trades kann man nicht meckern. Ne? Wenn man das dann mit zum Beispiel immer mit 5 oder 10 Lots macht, dann hat man schon die zehnfache Summe raus, ne, wenn man so ein großes Konto haben kann. Aber man wird ernüchtert, wenn man sagt, okay, ich lasse das mal über längere Zeit backtesten, weil so ein Backtest-Zeitraum muss sich über eine lange Zeit erstrecken, damit man sagen kann, oder damit man zumindest eine verlässliche Aussage über die Strategie treffen kann. So, ich muss ab und zu hier noch ein bisschen was trinken, Entschuldigung. So, was wir aber jetzt machen können, um nicht ganz diesen Ansatz verwerfen zu müssen, an dem haben wir ja auch ein bisschen gebastelt. Und das ist natürlich auch in Ihrem Sinne. Sie müssen natürlich, dürfen natürlich dann nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, okay, den Ansatz werfe ich jetzt komplett über den Haufen, sondern den versuche ich ein bisschen zu modifizieren. Zum Beispiel kann man natürlich mal gucken, bringt es was, wenn ich hier zum Beispiel einen Blockfilter überhaupt anwende? Schauen Sie mal, wenn ich jetzt den Blockfilter rausnehme, ich muss ihn einfach hier deaktivieren, dann werde ich schon ein anderes Ergebnis erzielen. Aber Sie sehen, es ist nicht viel anders. Ich verliere statt 2600 in 10 Jahren verliere ich 2375. Ja, ist ein bisschen weniger. Ne? So. Der Blockfilter bringt mir also ein bisschen mehr Verlust. Flatfilter deaktiviere ich mal. Ich deaktiviere, habe ich noch mehr Verlust, sehen Sie. Overnight Trading ist doch nicht so eine gute Idee. Ne? Jetzt kann ich gucken und manuell versuchen, das Ganze ein bisschen zu optimieren, weil keiner weiß natürlich, sind diese Werte, die ich hier eingegeben habe, Cross Moving Average, RSI, sind die überhaupt optimal, ja oder nein? Ne? Vielleicht versuche ich es doch mal mit der 90er und der 10er Linie. Schauen wir mal, ich kann das ja hier ändern und mache die 90er und 10er Linie. Und Sie sehen, es gibt natürlich viel weniger Trades, klar. Weil bis die Schwellewert erreicht ist von 90 oder 10, dauert noch eine Ecke länger. Jetzt haben wir statt 137 Trades nur 14. Also belassen wir es mal bei der
80er und 20er Linien, 70er, 30er und sich noch weiter anzunähern, macht da nicht viel Sinn beim RSI. Aber man kann hier natürlich mit der Crossing Moving Average noch ein bisschen spielen. Zum Beispiel, indem ich vielleicht gucke, ob ich das Ganze viel kurzfristiger mache. Zum Beispiel, sagen wir mal, eine 5er Linie nehme und hier eine, sagen wir mal, eine, zum Beispiel eine 25er Linie. Bringt mir nur noch weniger Trades und noch eine schlechtere Performance. Ne? Sie sehen das. Das Ganze hat mich nicht sehr weitergebracht. Ich ändere es mal auf 20 und 50 und na, das macht nicht viel Sinn. Auf 10 und 50 zum Beispiel. Ne? Aber Sie sehen, man kann natürlich mit den Werten spielen. Sie brauchen das Ganze auch nicht eintippen. Sie können auch ganz einfach hier sozusagen, schauen Sie mal, hier so einen Wert nehmen und dann hier oben, ja, ändern. Sie sehen, das ändert sofort Signale im Chart. Das ändert sich hier rechts die Zeiten und die Ergebnisse ändern sich. Ne? Sie können das auch mit dem Mausrad drehen, wenn Sie hier in so einem Wert sind, das geht logischerweise auch. Und sofort hat das eine Auswirkung immer auf den Backtest. Natürlich kann ich das gleich auch mit Profit Target machen. Ja, ich kann sagen, ich gebe einfach oder meinem Stop zum Beispiel mehr Raum, ja, indem ich den zum Beispiel mal auf 60, sagen wir mal 100 Ticks, das sind dann 50 Punkte, indem ich dem auf 100 Ticks einfach mehr Raum gebe, auf 100 Punkte den erweitere, auf 50 Punkte. Und ändert das was? Nein, ändert nichts. Unser Verlust wird drastisch erhöht. Ja, weil natürlich die Trades, die dann verloren gehen, die haben dann auch einen dementsprechend sehr hohen Verlust, ne, logischerweise. Ja. So, ich lasse das mal wieder auf 30. Und jetzt kommt eigentlich oder jetzt zeige ich Ihnen eigentlich das Feature, was das Ganze ein bisschen interessant macht und Ihnen die Arbeit ja auch abnehmen soll. Und zwar die Optimierungsdialog. Also Sie haben sich jetzt für eine Strategie entschieden, ohne da gleich die Flinte ins Korn werfen zu müssen, oder jetzt mal ein anderes Instrument hervorrufen zu müssen oder Indikatoren austauschen zu müssen. Können Sie gucken, ob durch eine automatische Optimierung vielleicht die Strategie irgendwie doch noch zu retten ist oder ob die komplett, sagen wir mal, für den Eimer ist. Ne? Und zwar macht man das so, indem man dann den Metasentimeter, ich habe ja gesagt, das ist die Steuerung für die ganze Vollautomatik, indem man den dann anwählt hier und den dann versucht, durch das Optimierungsprogramm optimieren zu lassen. Was Sie machen müssen, zum Beispiel, ich mache mal hier ein Beispiel. Ich kann den Metasentimentor anwählen, weil der steuert ja Filter und die Indikatoren und hier oben auch unsere Brackets zum Beispiel kann man mit optimieren lassen. Ja, die werden dann weitergesetzt und so weiter. Und das Programm macht jetzt nichts anderes, als verschiedene Szenarien durchzurechnen, verschiedene Kombinationen durchzuexerzieren und dann wiederum auf 10 Jahre zurück, um zu gucken, ob es da nicht doch eine bessere Variante gibt. Und damit das nicht so lange dauert und wir nicht hier minutenlang vor einem Leerlauf sitzen, beschränke ich das jetzt erstmal auf 3 Jahre. Ich mache mal 1200 Tage ungefähr. Das sind fast 4 Jahre. Und nee, machen wir 3 Jahre. Machen wir die 1000 Tage, weil das wird schon mit der Rechnerei recht lange dauern. Also Sie sehen, die Strategie, so wie ich sie jetzt fahren würde, auf 3 Jahre nur 36 Trades und einen kleinen Verlust, ist für mich völlig uninteressant. Wenn ich jetzt sage, ich gucke mir das Ganze mal an und lasse das mal durchrechnen mit dem Optimierungsdialog, dann kann ich schauen, ob ich da irgendwo verbesserungswürdiges Potenzial finde. Ich kann hier zum Beispiel maximale Zeit eingeben, wie er versuchen soll. Man darf hier natürlich auch nicht in die Überoptimierung reingeraten, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Das sehen Sie aber auch an den Werten. Wenn das Werte sind, die weder Hand noch Fuß haben, ist das natürlich Unfug, sowas dann auch im Live-Modus anzuwenden. Jetzt kann ich aber diesen Optimierungsdialog erstmal starten und dann mal schauen, was da passiert. Und Moment mal. Ich bin ein bisschen zu schnell gewesen. Ich habe schließen. Ja. Ich habe das hier nicht so ganz ausgefahren. Ich wollte Ihnen eigentlich das Ganze hier so ein bisschen auffächern. Das machen wir mal, indem wir das hier schließen. Die Filter kann man eh nicht optimieren. Die schließen wir mit. Damit Sie hier so ein bisschen sehen, was im Hintergrund passiert, fächere ich Ihnen das auf, indem ich Ihnen die Brackets zeige und die Indikatoren. Das müsste eigentlich reichen. So. Und dann lassen wir das jetzt nochmal laufen. Also, wir wählen den Metasentimentor und den Optimierungsdialog und starten mal unsere Optimierung. Und dann schauen Sie jetzt mal selbst, was so ein bisschen hier passiert. Sie sehen, hier ändern sich die Werte. Hier wird durchgerechnet. Ja, ich bin hier jetzt bei einer 80er und 37er Linie. Ich bin hier
Bei Profit bin ich hier bei 86 und 100. Sie sehen, da ändern sich die Werte. Die Performance-Kurve ändert sich. Es ändern sich die Signale im Chart. Es ändert sich die Optimierungszeit oder der Optimierungszeitraum. Es ändert sich natürlich auch die, ja, sagen wir mal, die Gewinnkurven, die Performance-Kurven ändern sich, ne? Das ist klar. Man muss natürlich hinterher dann aufpassen, was man dann nimmt und ob man das überhaupt anwendet, ne? Aber man kann sich das jetzt natürlich anschauen. Ich stoppe das Ganze mal und habe jetzt eine gewisse Anzahl an Resultaten. Sie sehen 15 an der Zahl mit natürlich verschiedenen Kombinationen und Berechnungen. Gehe ich mal zum ersten, sehe ich, dass ich hier zum Beispiel, lass das jetzt mal hier links liegen, einen Optimierungszeitraum habe, in dem ich 9.025 Euro Gewinn rausholen würde, mit einer sehr guten Ratio aus Gewinn- und Verlusttrades, ja, auch drei Viertel in etwa. Und wenn ich mir die Zahlen dazu angucke, sehe ich, dass ich ein Crossing Moving Average habe von 10 und 188. Das ist etwas, was so in meinen Augen, ja, nicht ganz zusammenpasst vielleicht. Aber das könnte man sich nochmal Trade für Trade anschauen. Und so kann man jedes Ergebnis nach und nach ein bisschen durchgehen, ja, und schauen, was die Parameter sind und was hier rechts auftaucht an Zahlen. Ich kann natürlich auch mal zum Besten gehen gleich. Aber Sie sehen, so eine Performance-Kurve ist natürlich auch nicht doll. Da passiert dann hier mal 1,5 Jahre gar nichts. Dann gibt es, also die Performance, die kann man hier wirklich an wenigen Perioden ausmachen. Das ist einmal hier, hier, da und hier. Also 4, 5 Steigungen innerhalb von kürzester Zeit. Ansonsten geht das Ganze eher rückläufig bis seitwärts. Also das ist für mich keine gute Performance-Kurve. Man kann das anhand der Performance-Kurve sehen. Sie sollten, oder nur für mich sind nur Performance-Kurven interessant, die auch stetig einen durchgehenden Anstieg gewährleisten, wie zum Beispiel hier sowas. Ja. Das sind natürlich gute Performance-Kurven. Ich gehe nochmal ein bisschen runter. Da sollte man sich natürlich eine anschauen, die man dann vielleicht ein bisschen näher betrachtet, die wirklich Sinn macht, wo das Ganze kontinuierlich ein bisschen steigt. Ja. Also das ist bei wenigen der Fall, deswegen sage ich es, man muss sich das erstmal Resultat für Resultat angucken. Also ich habe bei der jetzt hier am meisten Potenzial gesehen, obwohl auch hier wir hier in den letzten 8 Monaten eigentlich nur seitwärts gehen. Aber das kann sein. Wir haben ja auch hier einen Markt, der wieder dasteht, wo er vor 6 Monaten war. Also insofern könnte ich das jetzt mal schließen. Und jetzt würde ich diese Werte übernehmen. Sie sehen das? Diese Werte bleiben jetzt stehen. Und das sind dann die Werte, die hier zum Beispiel auftauchen. Ja, die bleiben hier stehen. Und die können Sie so übernehmen. Ob die, wie gesagt, Sinn machen, ist eine andere Frage. Man kann sich jetzt natürlich die einzelnen Trades auch mal raussuchen und in die Einzeltrade-Analyse gehen, indem man eben sagt, gucken wir uns doch mal beispielhaft sowas an. Hier gab es einen Short Trade, hier gab es die Gewinnmitnahme zum Beispiel. Ne? Dann gucken wir hier ein bisschen weiter. Hier gab es einen Short Trade, da wurden wir ausgestoppt. Hier auch. Ne? Also seht, das sind nicht nur Gewinntrades. Ne? Hier zum Beispiel haben wir ja eine Ratio von knapp über 50%, also knapp mehr, nur ganz wenig mehr als die Hälfte aller 470 Trades etwa sind hier gewinnbringend und trotzdem haben wir hier eine sehr gute Performance von 61.000 über, wohlgemerkt, 10 Jahre. Ne? Darf man also auch nicht so in die Höhe loben. Aber last but not least ist das von der Performance-Kurve her eine gute Strategie oder scheint ein guter Ansatz zu sein mit eben diesen Werten. Nun heißt das aber natürlich nicht, und das muss ich Sie auch nochmal daran erinnern, dass so ein Backtest automatisch in der Zukunft, also wenn Sie das ab jetzt automatisieren und laufen lassen, dass der automatisch auch diese Performance-Kurve weiterführt, dass der dann hier vielleicht wieder ein bisschen steigt, dann wieder ein bisschen seitwärts geht, wieder ein bisschen steigt. Das kann natürlich auch sein, dass das irgendwann mal nochmal einen größeren Einbruch hat, so wie vielleicht hier oder vielleicht noch einen größeren. Ja? Wie Sie wissen, Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Trades. Das ist wird nochmal darauf hingewiesen, auch bei uns im Risikohinweis. So, aber wenn man, ich sage, ich betone, wenn man jetzt mir mit diesem Ansatz zufrieden wäre und sagen würde, okay, ich habe jetzt was gefunden, wie gesagt, das wird nie so schnell bei Ihnen gehen wie bei mir, auch jetzt in dieser Stunde, das ist alles nur beispielhaft, da müssen Sie vielleicht Tage, Wochen oder manchem arbeiten da Monate und Jahre dran an so einem Ansatz, bis man sowas findet. Aber wenn man sowas gefunden hat, was vielversprechend ist, in der Vergangenheit und vielleicht auch im Demokonto schon lange vielversprechend läuft, dann kann man das Ganze automatisieren und das geht dann recht einfach, indem man hier eben auf Auto-Order klickt. Das ist das Einzige, was wir danach noch tun müssen. Und sagen, diese Werte sollen alle übernommen werden. Ich
automatisiere das Ganze und klicke jetzt auf Auto-Order. Auto-Order heißt völlig automatisch. Also wenn es ein Signal geben würde, jetzt hier, der Crossing Moving Average ist weit von dem Schnitt entfernt. Ne? Wir müssten hier mit der blauen Linie durch die rote gehen, was möglich wäre, aber nicht in dieser Stunde. Und die Hintergrundeinfärbung ist aber grün. Insofern haben wir hier positive Rahmenbedingungen. Aber das werden wir jetzt nicht mehr hier reinbekommen, dass wir den Trade zeigen. Aber dann könnte man eben sagen, auf Auto-Order stellen. Und wenn das Ganze auf Auto-Order stellt, kann das eigentlich hier rund um die Uhr laufen. Und dafür bieten wir ja zum Beispiel auch noch diese VPS-Server-Lösung an, die das Ganze dann auch technisch von der Infrastruktur her unterstützt. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo ich eigentlich quasi auch schon am Ende bin und auch zeitlich schon sehr weit vorangeschritten bin und eigentlich nochmal die Frage stellen möchte, ist soweit alles verstanden worden, was die Plattform hergibt oder was die Plattform kann? Das ist also, wie ich auch gesagt habe, eigentlich leicht ist, aus der Auswahl an Indikatoren, Filtern und Stops, die wir bieten, eine Strategie zusammenzustellen. Ob das jetzt die Strategie in ihrem Sinne ist, ist eine andere Frage. Natürlich können Sie andere Instrumente nehmen, Devisen, Rohstoffe, Aktien und so, etc. und können einen ganz anderen Mix machen aus Indikatoren, Filtern oder Stops. Ja, kein Mensch braucht zwei Indikatoren. Sie müssen auch keine Filter anwenden. All das ist völlig individuell anpassbar. Aber denken wir mal, Sie haben gesehen, dass es kein schweres ist, sich hier was zu erstellen und dass man hier auch nicht programmieren muss. Ne? Und dass sowas mit einzelnen Klicks dann eben backtestbar ist, ja, indem man hier das Ganze auswertet und hier rechts in der Infoleiste einsehen kann und eben auch optimierbar ist. Sowohl, ich habe es ja gesagt, manuell, indem man die Werte manuell adaptiert oder indem man, wie gesagt, durch den Optimierungsdialog das Ganze auch automatisiert macht. Wenn Sie weiter Interesse haben an solchen Sachen, wir haben, wie gesagt, Filme und noch und nöcher aufgezeichnete Webinare zu dem Thema im YouTube-Kanal, kann ich Sie nur darauf verweisen. Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie mir gerne jetzt noch. Ansonsten schicken Sie die mir, weil ich sehe jetzt auch keine großen Fragen, die aufgekommen wären. Hier ist eine Frage, muss der Rechner eingeschaltet sein bei Auto-Order? Ja, bei Auto-Order muss der Rechner eingeschaltet sein. Daher aber auch mein Tipp, VPS-Lösung für jemanden, der wirklich hier mit einem automatischen Handelsansatz tradet, wird auf mehr als ein Signal oder zwei am Tag kommen. Und für den gibt es die VPS-Server-Lösung für 10 Euro im Monat. Und das ist wirklich geschenkt. 10 Euro im Monat für ein System, was rund um die Uhr auf einem Server läuft und wo Ihnen der PC egal sein kann, ob er an ist oder nicht. Und Sie können vor allen Dingen von überall auf der Welt und von jedem mobilen oder nicht mobilen Gerät darauf zugreifen. Das ist eine tolle Geschichte. Da würde ich mir auch locker die VPS-Server-Lösung für 10 Euro im Monat gönnen. Also die sollte dann noch drin sein. Aber ansonsten, ja, muss der Rechner angeschaltet sein bei Auto-Order. Kann ich auch mehrere Pausen einfügen? Ich weiß jetzt nicht, worauf sich diese Frage bezieht. Der Uwe, vielleicht kann der das nochmal gerade konkretisieren. Kann ich mehrere Pausen einfügen? Was ist mit Pausen gemeint? Vielleicht Filter, ne? Blockfilter oder so. Ne? Also wenn Sie das meinen, klar, Sie können auch eine Pause einfügen, 12 bis 14, so wie ich das gemacht habe. Wenn Sie sagen, ich möchte einen zweiten Blockfilter einfügen zum Beispiel, kann man das auch machen. Ich habe hier die Filter. Ich könnte hier also theoretisch einen zweiten Blockfilter einfügen. Wenn das gemeint ist, ist überhaupt kein Problem. Mache ich einen zweiten Blockfilter und blockiere hier vielleicht nochmal 18 bis, weiß ich nicht, 19 Uhr zum Beispiel. Ja? Das ist überhaupt kein Thema. Klar, kann man machen. Will er nicht? So. Sie sehen, jetzt habe ich hier zwei Blockfilter. Überhaupt kein Problem, das zu machen. Ne? Das wäre kein Thema. Sie können so viele x-beliebig Filter machen, wie Sie möchten. Ja? So, hatte ich hier jetzt noch irgendwas? Nö, also gut, das haben wir alles jetzt eigentlich so ein bisschen durchexerziert, was wir hier auch auf den Folien stehen haben. Backtesting der Strategien, ne, worauf es ankommt, Einfügen von Stops, Indikatoren oder eben Filtern und eben das Ganze mal beispielhaft hier an so einem Beispiel, wie es aussehen kann. Ne? Das war es eigentlich von der Content-Seite her. Wenn keine weiteren Fragen fürs Erste sind, bedanke ich mich für Ihr zahlreiches Erscheinen und freue mich, dass es Ihnen gefallen hat, dass Sie vielleicht ein bisschen was mitnehmen konnten und mal und wie hier auch jetzt zwei, drei Kommentare sagen, Sie werden beeindruckt von den Möglichkeiten und was der Nanotrader alles bietet. Das ist genau das, was die meisten wahrscheinlich von sich aus gar nicht entdecken, ne, und gar nicht wissen, dass er das drauf hat.
Man muss einfach hinter die Sachen kommen, weil die meisten handeln ja doch dann manuell oder halbautomatisch und wissen aber gar nicht, was der Nanotrainer noch so alles drauf hat und was man eben an Möglichkeiten mit dem, mit dieser Plattform hat. Und das ist auch Ziel der Sache, dass man ihnen das hier mal ein bisschen vorstellt, ne? Gut, prima. Der Nanotrader Full kostet im Monat für alle, die es wissen wollen, 29 Euro monatlich. Damit wäre es das auch schon, mehr nicht. Sie müssen wissen, dass das für den Preis eigentlich noch viel zu wenig ist, behaupte ich immer. Ich sage immer meinem Chef, du musst den Kunden mehr aus dem Meer rausleiern, weil wir haben ja allein schon zwei Leute, die eigentlich nur rund um die Uhr für diesen Nanotrader arbeiten, an Weiterentwicklung, an Performance, die machen Testversionen, machen Kundenvorschläge, werden eingearbeitet, ne, werden neue Strategien reinprogrammiert. Also Sie sehen, was da, gucken Sie mal Monat für Monat, was da in den Nanotrader an neuen Funktionen, neuen Strategien, Signalen reinkommt und so weiter. Und das bekommen Sie immer upgedatet. Sie bekommen immer aktuelle Versionen, immer Plattform-Support. 29 Euro im Monat für so eine professionelle Plattform ist einfach nicht viel, meiner Meinung nach, ne? So, gut. Bedanke mich und wünsche Ihnen auch noch ein schönes Wochenende. In dem Sinne, vielleicht bis in einem der nächsten Webinare. Machen Sie es gut und einen schönen Abend.